Hallo Lieben, ich habe heute 10 Hacks und Tipps für euch, wie ihr einerseits lange Haare bekommen könnt, aber falls ihr gar keine langen Haare wollt, auch wie sie gesund bleiben, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und ja, ich würde sagen, ich fange direkt an, weil 10 ist eine ganze Menge. Als erstes kann ich euch dieses Ding hier empfehlen, das kennt bestimmt jeder von euch, das ist der Tangle Teaser und deshalb ist das ja jetzt nicht so der Geheimtipp. Aber was ihr mit dem noch machen könnt, ist, macht euch Kopfmassagen, also so circa einmal in der Woche würde ich euch das empfehlen. Dadurch wird die Durchblutung und auch die Fettbildung, oh Gott, das hat sich eklig. Und ja, ihr denkt jetzt bestimmt auch, man will doch keine fettigen Haare haben, das stimmt, also macht es doch einfach, bevor eure Haare wascht. Aber das ist einfach gut, dass die Haarwurzel gut versorgt wird mit allen Nährstoffen, mit allem Zeug, was sie eben braucht. So wachsen die Haare dann auch ein bisschen schneller und sind einfach gesund und gut gestärkt. Die Massage geht eigentlich ganz, ganz einfach. Legt den Tangle Teaser einfach auf euren Kopf und macht es in Kreisen, Bewegungen. Versucht einmal komplett über den Kopf zu gehen, vorne, hinten. Das ist auch super, super angenehm und sehr entspannend. Und ja, da könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen. Und außerdem ist dieser Tangle Teaser einfach Gold wert, vor allem wenn man lange Haare hat. Einfach, man reißt sich keine Haare aus und es ist, ja, es ist schön, sich die Haare zu bürsten, weil ich kenne das noch, wo ich andere Bürsten hatte, das war immer, oh Gott, das habe ich immer vor mir hergeschoben, ich will bloß nie meine Haare richtig durchbürsten, das war einfach ganz, ganz schrecklich und deshalb schaut euch dieses Ding an, ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen. Als nächstes brauchen auch eure Haare Sonnenschutz, also nicht nur ihr und eure Haut, sondern auch die Haare. Ich habe dafür dieses Produkt hier. Das ist ein Sun Protect Spray Conditioner von Schwarzkopf. Finde ich sehr, sehr gut. Einerseits ist es eben ein Leave-In Conditioner. Das heißt, ein Conditioner, den ihr nach dem Haarewaschen einsprüht, wenn die Haare schon trocken sind. Dann könnt ihr einerseits die Haare leichter durchbürsten. Und hinzu ist es auch noch ein Sonnenschutz. So werden eure Haare nicht ganz spröde, nicht so trocken. Und ja, es ist einfach auch wichtig für die Haare, geschützt zu werden bei viel Sonne. Meint ihr, es würde funktionieren, wenn man Sonnencreme in die Haare macht? Wenn das mal jemand ausprobieren möchte, sagt mir doch bitte eure Erfahrungen. Der dritte Hack ist, selten Haare waschen. Das klingt vielleicht auch nicht so toll auf den ersten Hörer. Aber wascht eure Haare wirklich nicht zu oft, also nicht jeden Tag und auch nicht jeden zweiten Tag. Am besten so alle 4 Tage, vielleicht auch nur einmal in der Woche, wie das für euch funktioniert. Weil durchs Haarewaschen werden die Haare teilweise auch strapaziert und sie fetten danach automatisch schneller nach, weil sie sich eben auch dran gewöhnen, dass ihr sie oft wascht. So braucht man die Sonne scheint. Also ich wasche meistens auch nur einmal in der Woche, naja, so alle 5 Tage wahrscheinlich. Ihr braucht nicht denken, dass ich alle 5 Tage durchgehend wunderschöne Haare habe. Da kann man sich gut helfen, entweder mit Babypuder, das habe ich euch schon mal gezeigt, wie das funktioniert, oder mit Trockenshampoo funktioniert das auch sehr, sehr gut. Oder mit Volumenpuder oder man macht sich einfach einen Zopf oder so. Und das ist ja nicht ganz so einfach, jetzt einfach von heute auf morgen beziehungsweise von heute auf nächste Woche die Haare seltener zu waschen. Deshalb versucht einfach mal, das in kleinen Schritten zu machen. Versucht doch einfach mal einen halben Tag später eure Haare zu waschen und das immer ein bisschen zu steigern. Dann gewöhnt ihr euch dran und die Haare fetten auch nicht mehr so schnell nach. Und dann habt ihr das bestimmt bald auf die Reihe gekriegt. Mein vierter Tipp für euch ist, der hängt auch ein bisschen mit dem dritten zusammen, dass man eben die Haare nicht so oft waschen muss. Und zwar den Conditioner gebt ihr nicht eher oben an den Kopfbereich, also in die Haarwurzeln und Spitzen. Nee, also auf die Kopfhaut, sondern wirklich nur in die Längen und in die Spitzen. Einfach aus dem Grund, weil hier oben die Haare den Conditioner gar nicht unbedingt brauchen, weil die trockenen Stellen sind ja alle hier unten. Und wenn ihr es eben hier unten reingibt, habt ihr schön gepflegte, glänzende Längen, aber eure Haare fetten nicht zu schnell nach. Bleiben wir doch gleich beim Thema Haare waschen. Nicht ganz, aber im 5. Tipp kann ich euch sagen, bürstet eure Haare niemals in nassem Zustand. Ich weiß, viele sagen immer so, sie schaffen es ansonsten nicht, die Haare durchzubürsten, was ich eigentlich nicht so verstehe, weil bei mir ist es immer umgekehrt. Ich schaffe sie gar nicht nass durchzubürsten. Ich muss das immer in trockenem Zustand machen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber macht es wirklich nicht im nassen Zustand, einfach weil da sind die Haare am allerempfindlichsten. Und wenn ihr dann so dran zieht, dann dehnen sich die Haare und sie werden wirklich dünner durch das. Mit durchatmen. Also lasst sie lieber trocknen und bürstet sie, wenn sie trocken sind. Nehmt eben so einen Leave-In-Conditioner, kann ich euch empfehlen, wenn ihr es nicht schafft durchzukommen. Aber eigentlich mit dem Tangle Teaser sollte das auch kein Problem sein. Also wirklich nur in trockenem Zustand bürsten. Noch was zum Bürsten. Was es euch erleichtert, durch Haare durchzukommen, weil ich weiß, lange Haare bürsten, das könnte ein Problem werden. Deshalb fangt doch einfach unten an zu bürsten. Fangt nicht an der Kopfhaut an, ganz runter zu bürsten, weil das ist dann oft sehr, sehr schwierig, wenn man hier oben schon den Knoten hat und dann schiebt man dann immer weiter runter und das ist sehr, sehr nervig. Deshalb fangt unten an, das tut weniger weh, das ist weniger Arbeit und auch besser für die Haare. Und haltet eure Haare doch immer über der Stelle, wo ihr gerade bürstet, fest. So tut es auch nicht weh und die Wurzel wird nicht zu sehr beansprucht. Als nächstes kommen wir zu einem Thema, das die meisten nicht freuen wird, aber es ist Haare schneiden. Ich mache das immer selbst, deshalb habe ich so eine Friseur
Rasierschere hier. Und nein, es stimmt nicht, dass wenn ihr eure Spitze schneidet, eure Haare schneller wachsen. Wie soll das auch funktionieren? Das hört man ja oft, aber das ist absoluter Blödsinn. Aber es ist nun mal einfach so, dass die Spitzen unten viel, viel dünner werden und dadurch sehen die Haare einfach nicht mehr gut aus. Sie haben kein Volumen und deshalb, ich würde euch wirklich empfehlen, schneidet eure Spitzen. Es sieht einfach schöner und gesünder aus. Und außerdem hilft es auch gegen Spliss, weil wenn ihr nicht die Haare schneidet, wandert der Spliss immer ein bisschen weiter rauf, weil sich die Haare eben immer weiter hinauf spalten. Außerdem, wenn ihr eure Spitzen nicht schneidet und die Haare kaputt sind, würden sie sowieso von selbst abbrechen. Ja, kommt dann eigentlich aufs Gleiche, nur dass das Abschneiden um einiges schöner aussieht. Also schneidet eure Haare wirklich entweder, ihr probiert das mal selbst, das geht wirklich gar nicht schwer. Da gibt es auch bestimmt einige Videos dazu, wenn ihr euch irgendwas suchen wollt, so als Anleitung. Oder geht eben zum Friseur regelmäßig und ja, schneidet eure Spitzen. Die Nummer 8 ist eine Ölkur. Dafür zeige ich euch jetzt das hier. Das ist ein Bio-Kokosöl. Die Verpackung ist irgendwie total ölig. Die muss mal abgewischt werden. Ihr müsst gar nicht Kokosöl nehmen. Es funktioniert auch Olivenöl oder nehmt bloß kein Rapsöl. Das habe ich einmal gemacht und es stinkt so ekelhaft. Also das nehmt bloß nicht. Macht es einmal in der Woche oder zumindest alle 2 Wochen, wenn es euch irgendwie zu viel Aufwand ist. Dafür würde ich euch empfehlen, dass ihr an diesem Tag, beziehungsweise da, wenn ihr die Haare wascht, die am Morgen wascht und am Abend davor das gut einmassiert, überall, vor allem die Längen, und drin lasst, vielleicht sogar eine Duschhaube aufsetzt und dann so schlafen geht, dann macht ihr nichts irgendwie voll fettig und am nächsten Tag wascht ihr das gut aus und habt ihr wieder schöne glänzende Haare. Erschreckt euch aber nicht, wenn ihr vielleicht dann auch 2 oder sogar 3-mal Haare waschen müsst, also immer neu einschamponieren, weil das Öl kann manchmal ganz schön hartnäckig sein und es geht vielleicht nicht beim ersten Mal Shampoonieren raus. Also rechnet euch da ein bisschen mehr Zeit ein oder ihr verwendet es einfach als Kur, wenn das bei euch schneller gehen muss und wenn ihr abends die Haare wascht, einfach ein paar Minuten einwirken lassen und erst danach ausspülen und ja. Das wirkt wirklich Wunder. Ehrlich, glaubt mir das. Als 9. Hack kann ich euch sagen, schützt eure Haare, indem ihr sie nachts flechtet. In der Nacht, ihr kennt das, man wälzt sich hin und her und die Haare reiben am Polster und es ist ziemlich, ziemlich schlecht für die Haare. Ach übrigens, Polster ist Kissen, ne? Falls das jemand nicht weiß. Also am Kissen wälzen. Und da werden die Haare ziemlich strapaziert und beschädigt. Deshalb flechtet ihr doch einfach, bevor ihr schlafen geht. Danach habt ihr dann am nächsten Tag vielleicht auch schöne Wellen. Das finde ich auch immer sehr, sehr hübsch. Außerdem noch was im Winter, wenn ihr Schals tragt, versucht wirklich auch eure Haare zusammenzubinden, zu flechten oder einen Dutt zu machen. Weil, oh mein Gott, Schals sind ja sowas von nervig zusammen mit langen Haaren. Die verfilzen immer hier hinten und es wird auch total strapaziert. Also das mache ich auch immer und ja, kann ich euch empfehlen. Und jetzt als 10. kommt der Tipp, den die wenigsten von euch hören wollen. Ihr braucht natürlich Geduld. Haare wachsen nicht von heute auf morgen. Man sagt ja circa, Haare wachsen so im Monat 1,5 cm. Manche ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Aber sie wachsen. Außerdem versucht sie nicht zu krass zu pflegen. Davon wachsen sie auch nicht schneller und werden auch nicht unbedingt schöner, wenn ihr da immer nur Produkte reintut und den ganzen Tag nur an eure Haare denkt. Die machen das schon von selbst und ja, habt einfach ein bisschen Geduld. Macht euch da nicht so einen Stress. Und wenn es dann soweit ist und ihr lange Haare habt, werdet euch bestimmt drüber freuen. Oder was bestimmt auch bei ganz vielen der Fall ist, habt dann mal lange Haare, will man sie dann abschneiden. Damit spiele ich nämlich auch gerade in meinen Gedanken und ja, mal gucken, ob ich das mache. Was würdet ihr sagen? Denkt ihr, mir würden kürzere Haare stehen? Also ich rede von ungefähr so einer Länge. Oh, vielleicht so? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, was ihr meint. Würde mir das stehen oder würdet ihr mir davon abraten? Da bin ich sehr gespannt. Und lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut doch mal bei mir auf Instagram vorbei, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich heiße Sarina_VS und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf Instagram und im nächsten Video. Tschüss!